Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 meines Custom Pack and Space. In der letzten Aufnahme haben wir, ja, uns dieses nette Obsidian Setup dort hinten gebastelt. Das. Und haben außerdem ein paar Viecher geschlachtet und uns einen Magic Aspell gemacht. Den hier. Und den hier muss ich nochmal schnell. So. Heute möchte ich gerne endlich Tier 4 schaffen, beziehungsweise ja, für euch heute, für mich, ja, jetzt möchte ich endlich mal Tier 4 schaffen. Dafür brauchen wir zuallererst einmal das Ritual of Binding, denn wir brauchen, um Tier 4 zu erreichen, wie ihr sicherlich schon wisst, Large Bloodstone Bricks. Um die herzustellen, brauchen wir einen Stein und eine Weak Bloodshot. Und diese Weak Bloodshot wiederum bekommen wir nur dann, wenn wir ein Monster mit einer Bound Blade schlagen und dann töten. Die Bound Blade nämlich gibt dem Monster einen Effekt, einen Weakness-Effekt, um genau zu sein. Und wenn ihr es mit diesem Weakness-Effekt tötet, hat es eine Chance, eine Weak Blood Shard zu droppen. Sobald wir Tier 4 haben, zeigt ihr jede Möglichkeit, wie das einfacher geht, aber momentan müssen wir es erstmal so machen. Gut, ja. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal eine richtige Menge an Ritual Stones. Jetzt verbrauchen wir genau 24 dafür und nochmal ein Set mehr. Was ich mich gerade frage, ist, wenn ich ein Blatt hier reinlege, das ist ganz ideenmäßig. Könnte ich damit auch die Ritual Stones Shift klicken? Auch nicht. Schade, dann kann ich die auch da hinten lassen. Ist auch egal. So, jetzt haben wir 28 Ritual Stones. Jetzt brauchen wir noch einmal unseren Master Blood Orb. Den hier. Magicians. Master kommt erst noch. Und müssen den auch nochmal mit 4 umregen. Deswegen braucht man immer 4 Ritual Stones mehr, also immer ein Set mehr, als ihr ausgerechnet habt. Weil man halt 4 mehr braucht. So, damit haben wir jetzt unsere 4 Ritual Stones. Jetzt müssen wir natürlich mal ganz kurz gucken, wie unser Seelennetzwerk so läuft. 360 LP? Ich glaube, das sollten wir jetzt nicht aufbauen. Wenn jede Platzierung 100 kostet, dann sollten wir jetzt nicht unbedingt das Ritual of Binding aufstellen. Das wäre relativ schlecht für unsere Gesundheit, würde ich sagen. Gut. Dann machen wir das halt gleich, denn da muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen Viecher schlachten. Aber dank den 5 Milliarden Viechern, die da oben drin sind, sollte das nicht wirklich lange dauern. Das Obsidian kann eigentlich mal schnell da herein. So. Also ich schlachte mal wieder ein paar Viecher mit meinem Dagger of Sacrifice. Und statt diesen Iron Slates hier. Ah, vielleicht soll ich mir mal einen Hebel basteln. Und den. So. Jetzt kann ich das nämlich da drin lassen. Und dann. Eigentlich sollte das jetzt nichts mehr machen. Okay. Gut, wenn du das jetzt noch immer willst, dann packen wir den Hebel da oben hin. Reicht das? Das scheint zu reichen. Gut. Dann machen wir den hier halt da oben hin. Und dann brauchen wir jetzt unseren Magician's Blood Orb und dann kommt er jetzt rein und viel Spaß beim Füllen. Bis gleich. So, dann habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar jetzt, wo ich ein bisschen LP in meinem Netzwerk habe, 54.000 sollten hoffentlich reichen, kann ich einfach mal den Master Ritual Stone hinsetzen und ich habe das Ding schon auf Ritual of Binding. Ich habe die richtigen Spots schon hoffentlich ausgesetzt. Ja, habe ich. Und dann basteln wir es doch einfach mal hin. Klick. Und da sollten wir alles haben, was wir brauchen. Sieht gut aus, oder? Cooles Ding. So, dann bringen wir mal unseren Ritual Diviner weg, denn den brauchen wir jetzt nicht mehr. Was wir jetzt stattdessen brauchen, ist weniger Lag. Mal sehen, habe ich eigentlich die Video-Settings schon wieder? Nö. Wenn er das ist, kann gerne wieder auf 10 Chunks hoch. Hat vorher auch funktioniert. Und dank Fastcraft sollte das eigentlich ganz gut laufen, sobald es den erstmal geladen hat. So. Genau, das Ding wollte ich. Weak Activation Crystal. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein Dia-Schwert. Wir haben nicht wirklich wenig Diamanten, deswegen interessiert es mal ein Scheißdreck, ob wir ein Dia-Schwert brauchen oder nicht. Wir hätten auch hier das andere Schwert nehmen können. So. Aber ich glaube, Dia ist mir sogar lieber als Eisen, denn Dia ist halt billiger für mich, weil ich mehr Dias als Eisen habe. Gut, und jetzt würde ich euch empfehlen,
Abstand zu halten. Also, es gibt verschiedene, denn was jetzt rauskommt, ist nicht schön. Also, jetzt gucken wir erstmal, wie viele P wir jetzt haben. Und dann gucke ich, will ich jetzt mal wissen, wie viel das braucht. Und ich sagte ja, weg von dem Ding. Und schnell auch schon versuchen, das Feuer daraus zu machen. Oh, aua. Und da ist es. Sehr schön. Deswegen habe ich das Feuer ausgemacht. Und das war's auch schon. Wir haben eine Bound Blade. Gosh, make us a bad day. Ach ja, diese References. So. Alter, warum lag das jetzt immer noch? Ehrliche Frage, warum lag das immer noch? Mein Video ist nämlich jetzt fertig produziert. Das kann daran nicht mehr liegen. Alles andere sah eigentlich aus. Boing läuft auch nicht. Oder liegt es daran, dass dort hinten so unglaublich viele Monster rumlaufen? Das kann natürlich auch sein. Das ist daran, dass es ein bisschen leicht lame ist. Aber gut, das ist mir jetzt erstmal egal. So, von dieser, also diese Bound Blade ist jetzt nur eins von vielen Tools. Es gibt davon massig an Tools. Es gibt einfach gesagt alles. Wenn ich jetzt mal unter Bound gucke, es gibt davon alles. Es gibt eine Blade, eine Pickaxe, eine Shovel, eine Axe. Und ich war sogar der Meinung, mal Shears gesehen zu haben, weil ich glaube, dann sind die aus einer Extra-Mod. Und es gibt auch Bound Scrubway Tools, aber fragt mich jetzt nicht, wie die genau funktionieren. Vielleicht kann ich die mal ausprobieren, aber naja. Ja, außerdem wollte ich jetzt mal wissen, wie viel P hat es jetzt gebraucht. Ich würde sagen, oh Gott, oh Gott. 15.000 LP. Wow, Respekt, geil. 15.000 LP, um dieses Ding zu bekommen. So, wie gesagt, es gibt davon jedes normale Tool. Die Rüstung ist anders, deswegen vergesst die Rüstung, die funktioniert nicht. Die wird nämlich nicht so hergestellt, ihr seht, die funktioniert nicht. Aber die hier hingegen könnt ihr alle mit normalen Diamond Tools da rein machen. Wichtig für uns ist aber nur das Schwert, denn alle anderen sind für uns unwichtig. Geil hingegen ist bei zum Beispiel der Spitzhacke oder auch bei der Axt oder auch bei der Schaufel. Wenn ihr mit denen rechts klickt, dann bauen sie große Flächen von dem, was sie abbauen sollen. Ist also bei dem Axt zum Beispiel cool, um ganze Wälder zu fällen. Oder bei der Spitzhacke, um sich mal eben einen Quarry ohne Quarry zu machen, sozusagen. Und die Dinger sind außerdem noch hoch enchantbar. Das ist auch noch cooles daran. Ihr könnt die extrem gut enchanten. So, momentan ist das Ding in seiner Standard Form, nämlich deaktiviert. Und ihr seht, meine LP bleiben unverändert. Sobald wir das Ding jetzt aktivieren, klick, zieht das Ding schon von ganz alleine dadurch, dass es aktiviert ist, LP. Aber nur jetzt macht es überhaupt Added Damage. Wenn wir jetzt sehen, plus 12, momentan, na gut, angeblich macht es plus 12, aber in dieser Form macht es noch gar nichts. Wirklich, es macht damit noch nichts, überkommt damit nichts an, macht damit nichts an extra Schaden. So ein Creeper-Schlag, ihr seht, bringt gar nichts, ich kann damit nicht mal schlagen. Hingegen, wenn ich das Schiff jetzt deaktiviere, macht das Ding die 12 Attack Damage, die dort auch stehen. Und damit ist es wirklich ganz schön gut. Wow, 12 Attack Damage. Und damit können wir jetzt Viecher töten. Wichtig ist, dass ihr es möglichst nicht so hoch enchantet, dass ihr damit Viecher One-Hittet. Denn wenn ihr damit Viecher One-Hittet, dann kriegen sie den Buff nicht, also den Weakness-Effekt nicht. Und solltet ihr den Weakness-Effekt nicht bekommen, habt ihr wiederum das Problem, dass ihr die Shards nicht bekommt. Also lasst das Viech so unter, also so schlecht, dass es halt nicht Viecher One-Hittet, denn dadurch bekommt ihr keine Blood-Shards mehr. Nicht, dass wir sie ab jetzt überhaupt noch ein einziges Mal brauchen würden, die Bound Blade, aber wir haben sie hergestellt. So bekommt ihr eure Blood-Shards. Einfach Blade aktivieren. Und solange sie aktiviert ist, zieht sie Lebenspunkte und angeblich auch noch für jede Operation, die sie macht. Das heißt eigentlich, solange sie aktiviert ist, zieht sie eigentlich Lebenspunkte und für jedes Mal schlagen zieht sie eigentlich auch Lebenspunkte. Ihr seht, wir haben jetzt gerade 50 Lebenspunkte von und hier gerade nochmal einfach so 50, weil das Ding aktiviert ist. Also seid vorsichtig mit dem Ding, es ist relativ LP-kostenlastig. Aber wir brauchen es, wie gesagt, nicht wirklich häufig, denn wir haben unser Tinkerschwert, das noch besser ist, plus 25 statt plus 12. Selbst mit voller Sharpness kriegen wir hier drauf höchstens plus 14. Wenn wir hier hingegen uns an der Dust da drauf packen, dann interessiert es mich, ob da irgendwelche Monster sind, die One-Hit ich einfach weg. So. Aber die Bound Blade, wie gesagt, so könnt ihr die benutzen. Lasst sie einfach richtigerweise deaktiviert, wenn ihr sie in eine Kiste packt, deaktiviert das Ding. Soweit ich weiß, zieht es selbst dann noch LP, wenn es aktiviert in einer Kiste liegt. Aber ja. Jedenfalls einfach schön deaktivieren, in eine Kiste schmeißen und jetzt brauchen wir sie erstmal nicht mehr. Denn wir haben jetzt drei Weak Blood Shards
Und der Trick ist, dass ihr Dinger ab jetzt, wenn ihr sie das erste Mal bekommen habt, auch herstellen könnt. Einfach mit einer Imbued Slate, einer Weak Blood Sharp, Shard und einem Master Blood Orb. Das ist nämlich der nächste Blood Orb, den wir als nächstes uns herstellen wollen. Ja, das heißt, das werden wir jetzt mal tun. Mal gucken, wie viel kostet der. Dum, di, dum, di, dum, 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 di, dum, di, dum. Weak Blood Sharp, na komm, Alter, das... Also das U dauert wirklich jedes Mal lange. Hallo? Hallo? Spaß, Freude, Sonnenschein. Und ein extremer Lag. Also die U-Funktion ist irgendwie wirklich nicht so... Also normalerweise geht die ganz toll und jetzt ist sie extremst... Laggy. Alter. Was hast du für Probleme? Krieg dich ein. Danke. Meine Fresse. Ich habe keine Ahnung, wie viele davon jetzt gehört haben und wie viel nicht. Aber, Alter, war das gerade ein Lag. Gut, wichtig ist für mich jetzt eigentlich nicht... das hier ist wichtig, die brauchen wir. Und als zweites brauchen wir das Ding für ein... Oh Gott. Oh Gott, 40. 1000 LP, du willst mich doch verarschen. Aber gut, wir können ihn sowieso noch nicht herstellen, denn wir haben ja noch gar nicht unser Tier 4 Blattalter gemacht. Also stellen wir das Ding hier mal rein und freuen uns darüber, dass wir das gleich machen können. Das heißt, wir schmeißen jetzt mal das weg, das weg, das weg und das weg und das weg. Und dann machen wir uns mal kurz mit einem bisschen mehr von den netten Dingern hier. Ah, wir haben schon 40 davon, sehr schön. Wir haben schon 8 Sacrifice Runes. Heißt, ich gucke mal kurz bei Google, beziehungsweise eigentlich nicht bei Google, sondern bei DuckDuckGo. Und noch genauer gesagt auf dem Blood Magic Forum bereit. Und da bin ich schon. Ich habe mir ein Lesezeichen gesetzt. Ach komm. Jetzt lag du nicht auch noch. Alter. Der Blood Magic Thread ist zu groß. Hallo, ich würde gerne eigentlich nur wissen, wie viel Honig ich brauche. Das wäre schon mal ganz nett. Danke sehr. So, Rune. Das sind die ganzen Rituals, die interessieren mich einen Dreck. Rituals. Ritual of Containment. Nee, das wollte ich gar nicht. Oh Gott. Alter, hör auf. Hör auf zu laggen. Na komm. Mal eben. Das ist das typische Mal-Eben-Syndrom. Das typische Mal-Eben-Syndrom sagt aus, dass immer dann, wenn man etwas mal eben machen möchte, es mindestens eine Stunde dauert. Das ist das typische Mal-Eben-Syndrom. Das kenne ich auch von meinem Vater. So, komm jetzt. Zeig mir, was ich will. Und zwar nicht das ganze Zeug hier. Schalt Rituals mal weg. Ich hätte gerne nur Upgrading the Altar. Und zwar Fourth Tier. Und dafür brauche ich jetzt 28. Das heißt, ich brauche genau 20. Und das heißt, ich brauche 40 Gold. Yeah. Und genau 40. Wow. Also, das ist ja... Besser hätte ich es nicht treffen können, oder? Besser hätte ich es nicht treffen können. So, die kommt da rein. Alter, ich sollte vielleicht mal meine Arrows aussortieren. So, ich wollte... Sacrifice. Tatsache, 40, das ist unglaublich, es ist einfach nur unglaublich. So, 40, 8 habe ich nämlich ja schon. Dann nehmen wir unser Apprentice Blood Orb, packen den hier hin und haben 20. Und brauchen noch ein bisschen mehr Stein. Und zuletzt brauchen wir noch ein bisschen Gold. Alter. Warum? Ich glaube, ich muss echt Schluss machen. Es fängt echt an zu denken. So, das Ganze ist auch wieder zurück. Alter, Dings, Blut auf, wieder weg. Und die 13 Gold weg. Ich da also und da rein. Ich muss echt nochmal ein bisschen für Goldfarben gehen, aber naja. Was wir jetzt brauchen, ist unsere andere Rüstung. Und unseren Wand of Equal Trade.
denn ich bin zu faul, die Runen selber auszutauschen. Das kann gefälligst die Magie für mich erledigen. So, dann laufen wir hier mal hin. Und da ich ja ganz zufällig alle Blöcke, wo Runen hin sollen, schon aus einem speziellen Material gemacht habe, brauche ich nur einmal so machen. Und der Rest wird erledigt. Wobei ich eine Sache nachgucken muss. Wird das Ding auch? Ja, wird das. Sehr schön. Thumbs up. So, so, so und so. Upgrading to Tier 4. Das ging schnell. Tier 4, nicht Tier 4. So. Und dann haben wir das. Koppel kann weg. Theoretisch kann ich auch die da oben nochmal wegpacken. So. So. Und so. Mach die auch mal schnell weg. Na komm. So, den Chisel brauche ich jetzt nicht mehr. Dann, was wollte ich jetzt genau? Die Feder weg. Dann brauche ich jetzt nochmal schnell noch. Jetzt muss ich es auch schon nach draußen gehen. Müsste es auch schon nach draußen gehen. Und klick. 20 Level kann ich auch mal schnell abgeben. Oder auch nicht, weil meine Level alle voll sind. Aber jetzt, wo ich unendlich Obsidian-Maschine habe, kann ich ja unendlich expandieren. So. Dann den Wand wieder zurück. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Stein. Und was ich natürlich lustig finde, ist, dass man aus einem einzigen Stein am Weak Plus Shot gleich 32 Blöcke bekommt. Also wir stellen euch das so vor, ihr bekommt aus einem Quadratmeter Stein 32 Quadratmeter davon. Ne, 32 Kubikmeter, nicht 32 Quadratmeter, was laber ich für eine Scheiße. So, und die nutzen wir jetzt einfach mal, um so zu machen. So zu machen. So zu machen. Und so zu machen. Dann können die Dinger zurück in Baumaterial. Dann gehen wir mal kurz pennen. Und dann sollten wir jetzt eigentlich einen ganz gemütlichen und extrem coolen Tier 4 Alter haben. Das, ich weiß auch schon, was das erste sein wird, was ich mir darin mache. Denn wer interessiert sich schon für ein Blood Orb? Es gibt etwas anderes, was ich viel lieber haben möchte. Wobei ich davon, glaube ich, zwei brauche. Ich glaube, davon brauche ich zwei. So. Und zwar, wenn ich den Ritual Diviner. Komm, gib mir die Stoppuhr wieder in den Vordergrund, damit ich auch sehen kann, was, wie viel ich aufnehme. Gut, das ist auch passend. So, wenn ich den hier mal umbauen will, brauche ich genau zwei und Demonic Slates. Oh Gott, die sind teuer, die Demonic Slates. Was wollte ich jetzt? Zwei Kohleblöcke habe ich. Ich wollte noch da hinten hingehen und zu gucken, wie viel ich habe. Genau. Und das machen wir jetzt auch mal. Gehen wir nochmal schon da hinten hin und gucken mal, was wir da so haben. Nom. Und Tier 4. Wir haben also jetzt einen Tier 4 Altar. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme mal den Transfer Item Filter Dingens raus. Und packe jetzt eine Imbued State da rein, machen wir aber noch mal wieder vor kurz einen Hebel, den ich hier hin, ne, dahin passt ja nicht, hör auf, nicht dahin packe, so, damit sollte er nicht mehr raus, packen, ne? Ja, sehr schön, jetzt muss ich natürlich wissen, wie viel brauche ich für den nächsten Tier. Demonic Slay braucht 15.000. Du willst mich doch verarschen, oder? Ich meine, ich brauche mehr, als ich habe in meinem Blutaltar. Ich meine nicht, dass das nicht möglich ist, weil ich meine, ich kann es ja, ich hab's ja. Aber, naja, es ist doch ein bisschen übertrieben, oder nicht? So, jetzt hör doch mal auf. Alter, das ist doch... So langsam ist es echt nicht mehr heilig. Das wollte ich nicht. Ich wollte da ran und den Zeigefinger des Dinges rausholen. Ich mach gleich Schluss. Die Folge noch zu Ende. Ja, ich mach gleich Schluss. Mann.
Hör auf, du blödes PC. Hör auf zu laggen. Vor allem aus einem Grund, den ich nicht mal kenne. So, was sehen wir für LP? Hark. Bekommen wir jetzt. Alter, was ist denn da los? Ich meine, meine RAM-Größe steht bei 8047. Tja, ja. Ja. Wenn man 8 GB von 8 GB Arbeitsspeicher benutzt hat, dann ist es klar, dass es ein bisschen laggt. Ja. Naja, aber jetzt sollte es gehen. Ich habe hier jetzt einfach mal eine Weile nur rumgestanden und einfach mal gewartet. Inzwischen sind eine Menge Viecher runtergefallen. Ja, währenddessen habe ich einfach das Star Authentic Pack noch gestartet und noch ein paar Screenshots gemacht. Und generell ist es jetzt schon wieder, ich weiß gar nicht, zwei Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das heißt, diese Folge ist sozusagen mehr oder weniger geteilt. Also wenn ich noch irgendwas weiß, dann ist es gut. ja. Ist auch egal. Jedenfalls, ihr seht, mein Altar ist voll. Ich habe den schon voll gemacht und jetzt wollen wir doch mal gucken, was wir so mit unserem Build Slate machen können. Und zwar wollen wir natürlich eine Demonic Slate, die kostet 15.000, davon machen wir 2 Stück. Spaß, Freude und alles, was man sonst dazu kriegen kann. So, zuerst einmal mache ich noch einen Item-Filter für die Slate und nehme nochmal einen Stein. Wo ist der Hebel hin? Achso, da. Ein Stein. Und den kann er jetzt mal verarbeiten. Bis hoch zu einer Imbued Slate, dann kann er die nochmal rausziehen. So, das sollte nicht allzu schwer sein mit den vielen Monstern, die wir hier haben. Ich weiß gar nicht, wir kriegen jetzt inzwischen, ich muss nochmal gleich gucken, wie viel wir insgesamt kriegen an LP, aber auf jeden Fall kriegen wir eine Menge LP durch einen einzigen Schlag. Und halt, umso höher die Stufe ist, umso schneller zieht das Ding LP. Man merkt es vielleicht schon. Also dann können wir nicht mehr so selten schlagen, müssen wir häufiger schlagen. So, da haben wir die Demonic. Oh Gott, jetzt wollte doch eigentlich schon die Abuse rausziehen. Warum hat er die Abuse jetzt nicht rausgezogen? Hallo? Du musst die Abuse rausziehen. Aber gut, jetzt haben wir eine Demonic. Ist doch geil. So, die Demonic machen wir gleich mal in den Itemfilter rein. So, dann haben wir auch einen Itemfilter für Demonic Slates. Und dieses Mal sollte das eigentlich gehen. So. 7300 mit einem Schlag haben wir, 10.000, okay, dann kann ich das jetzt nicht zeigen, dann machen wir jetzt natürlich kurz die voll. So, und ihr seht, es geht relativ schnell jetzt leer. Auch wenn es doch langsamer ist, als ich gedacht hätte, dass es ist. So, und damit sollten wir noch gleich das haben. So, jetzt spätestens jetzt sollten wir das haben, genau. Na komm, zieh die raus. Warum ziehst du nicht raus? Warum zieht die Transformer das Ding jetzt nicht raus? Bauen sie nochmal ab und dann bauen sie nochmal hin. Ich habe eine Demonic Slate einfach nur mal... Das verstehe ich jetzt nicht. Da hat er die schon rausgezogen. Das ist einfach nur ein Bug. Nee. Warum ziehst du die jetzt nicht raus? Verstehe ich jetzt nicht. Warum ziehst du den... Die größeren Slates nicht raus? Ich meine, eigentlich solltest du doch, wenn ich den jetzt so ranlege, da raus, einfach rausziehen, oder nicht? Und tust das jetzt... Ach, deshalb ich derb. So. Getan. Gut. Also, damit haben wir dann schon mal das. Scheiß Goldhelm, Protection 2, ach komm. Ja, wir haben zwar unseren Voidstone, was mir nochmal fehlen würde, wäre ein extra Bag für solche nutzlosen Sachen wie die. Aber ich glaube, das kann ich auch nochmal schnell machen. Gleich. Also machen wir noch die zwei Kohle, Dinger, und zwar brauchen wir dafür wieder mal in Screw, und dieses Mal auch wirklich in Screw und nicht eigentlich in, ich weiß genau, was soll ich sonst schreiben. Jedenfalls halt nicht ins Skript. Sondern irgendwas mit irgendeinem dazwischen. Die kostet nur 2000. Gut. Ja, da haben wir jetzt gerade 6480 da drin. Keine Ahnung, ob das so eine komische Zahl ist. Hör auf, immer den Goldhelm reinziehen, wenn ich sortiere. Und dann gucken wir doch mal. Wenn wir jetzt ein Viech töten, haben wir jetzt 6480. Jetzt 9380. 9380, 6400, also eine Menge. Mit vorne nachzurechnen. Ihr wisst jetzt, wie viel es ist. Alter, das ging schnell. Das war schnell, 2000 weg. Ja, komm, gib her die Inscribing Tools. Merk endlich, dass die weg sind. Pack euch das mal in den Kohleblock rein. So. Jetzt haben wir 5000 und jetzt brauchen wir 5080. Und dann haben wir jetzt... Egal, jetzt war das jetzt ein Dingenskill war. 8280. Also 8280.
80. Haben wir 2900 pro Kill, also fast 3000 LP pro Kill. Das ist doch ganz gut. Doch ganz akzeptabel, würde ich sagen. Ja, also das ist dann schon mal das. Dann haben wir die beiden Ritual Inscribing Tool Dinger. Und das sind eben die Inscription Tools Dusk. Und die brauchen wir unseren Ritual Diviner aufzuwerten auf Can't Place Dusk Runes. Denn für das Well of Suffering brauchen wir Dusk Runes. Und das werden wir auch gleich sehen. Also werde ich jetzt noch eine kurze Weile hier stehen bleiben, das Ding. So, Demonic Slates brauchen wir jetzt, aber ich habe den Itemfilter für Demonic Slates noch drin, den brauchen wir jetzt aber nicht mehr, sondern jetzt brauchen wir eher Reinforced Slates. Die brauchen wir jetzt höchstens wieder. So, dann schmeißen wir nochmal schnell das und das weg und das. Und den Mana-Kuchen dann auch weg. Sacrifice Dagger lassen wir hier. Der kommt da oben rein und dann machen wir uns mal auf die Socken. Nach draußen. Tschüss, du kleiner hässlicher Zombie. Das müssen wir sowieso nicht kriegen, das ist viel zu langsam. Mal ein bisschen weiter weg. Jetzt kommt das Viech auch noch an zu mir gerannt, ey. Du willst was von mir oder was? Willst du was von mir? Willst du einfach was von mir? Jetzt nicht mehr. Jetzt willst du garantiert nichts mehr von mir. Und da ist mal wieder ein Moonstone mit hier runtergekommen. Cool, wir bekommen Moonstone. Und zwar 14 Stück. Wow, geil. Sehr schön. Also das hatten wir auch schon mal. Das ist natürlich auch schön. Wir haben uns also Moonstone in Massen wieder mal. Also so viel braucht man davon nicht, deswegen... Früher brauchte man viel, wenn man einen Altar bauen wollte. Aber das braucht man jetzt halt nicht mehr, weil man halt... Naja. Hör doch mal auf, den mal aufzusetzen. Bauen wir lieber die und die zusammen und haben wieder ein bisschen besseren Goldhelm. So, und jetzt setzt den auf. Und Bögen brauche ich überhaupt nicht, denn wir haben sowieso kein Disenchanting. So, und jetzt brauchen wir unseren Ritual Diviner. Und wenn wir jetzt mal gucken, wo haben wir den Ritual Diviner? Hey, habe ich den nicht da reingepackt? Doch, da habe ich. Sehr schön. Das nächste, was ich möchte, ist ein Wall of Suffering. Das ist da gewesen. Toll. So, Wall of Suffering. Meine Nase juckt. Und wenn wir jetzt mal gucken, dann, zack, seht ihr, dass wir dafür 4 Duskstones brauchen. Natürlich, könnte man einfach das Ding aufbauen und nur die Duskstones auslassen. Aber das ist was für Leute, die keine Ahnung haben. Wir nehmen uns stattdessen unser Tool und machen so und so und haben es natürlich wieder genau verkackt, was auch sonst. Und zack, jetzt muss ich natürlich neu binden. Zack, und... Anscheinend können wir jetzt das Ding auch irgendwie das Ritual drehen, okay? Also anscheinend kann man das Ritual jetzt drehen. Keine Ahnung, doch, ich weiß, wofür das gut sein kann, natürlich, oh Gott. Wenn ihr dies, es gibt so ein Ritual, das nennt sich, glaube ich, auf Acceleration oder so. Das ist ein Pfeil in eine Richtung und funktioniert auch nur in die Richtung. Also wäre es dann effektiv. So, Ritual ID ist natürlich Well of Suffering. Und dafür brauchen wir jetzt mal sehen. Wir brauchen... Mal sehen, keine Blasters, wir brauchen Taschenrechner. 4 plus 16 plus 8 plus 4 plus 4. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich das auch im Kopf rausholen können, aber ich bin jetzt zu faul. 36 Stück. Bitter wäre jetzt, wenn das nicht mal richtig wäre, weil ich mich vertippt hätte oder so. So, 36 Stück, also 36 Ritual Stones. Aber das mache ich dann zwischen den Aufnahmen. Als letzte Sache hier nochmal, möchte ich jetzt natürlich nochmal kurz das machen, was ich... schon gesagt hat, was ich machen möchte, nämlich ich möchte natürlich etwas haben, womit ich diese blöden Items, die ich haben möchte, zum Beispiel Goldrüstung oder Kettenrüstung oder sowas mitnehmen kann, ohne dafür einen großen extra Inventarslot zu verbrauchen. Gleichzeitig auch, ohne sie zu beugen, denn ich will sie halt ja noch behalten. Also nehmen wir uns mal irgendeine beliebige Farbe, ich nehme jetzt mal grün, weil ich davon so viel habe, und dann brauchen wir einen Stack Strings und wir brauchen, ich glaube, nur Sticks als letztes noch. Und so brauchen wir 8 Sticks, jeweils mit 8 Strings umgeben und bekommen dafür Woven Cloth aus Project Red. Und dann können wir uns daraus ein Backpack machen. Dieser Backpack ist einfach nur eine ganz normale Kiste, die ihr öffnen könnt. Und euer Inventar behalten könnt. Ganz einfache Sache. Und dort können wir jetzt unsere Sachen reinpacken. Und natürlich können wir den Bag in den Bag packen, was irgendwie lustig ist, aber naja, Rucksack in Rucksäcke packen. Das ist Minecraft-Logik. Das funktioniert eben nur in Minecraft. So, gut, das wäre also das.
Und damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ich muss jetzt halt nur noch mal schnell ein paar Ritual Stones craften. Was ich jetzt auch noch mal machen könnte, wenn ich wollte, ist noch mal eine Barrel hier hinsetzen und das Ganze hier... Wobei, das könnte ich nicht, weil dann würde die Barrel wahrscheinlich geklaut werden vom Hopper und dann würde der Hopper das aufnehmen und das wäre scheiße. Außer man kann irgendwie die Barrel sperren, dass die nichts vom Hopper nimmt. Also, dass sie dem Hopper nichts gibt. Keine Ahnung. Aber halt, ich würde gerne eine Barrel da dran stellen, um ein bisschen mehr Obsidian haben zu können, als nur ein Stack. Aber fürs Erste reicht das. Vielleicht können wir später mit Pipes arbeiten oder sowas. Gut, ja. Ich mache mir dann also erstmal noch ein paar... Yay, das war's da soweit. Aber was wir genau damit machen, schaffe ich in der nächsten Folge, dann die Folge hier ist zu Ende. Also, ich verabschiede mich dann für diese Folge. In der nächsten Folge bauen wir uns dann mal ein Ritual um für unseren Tier 4 Altar und wahrscheinlich dann auch den Tier 4 Blattort. Gucken wir uns auch mal an. Wobei ich den wahrscheinlich dann sogar mit noch mit dem alten Altar machen muss, weil der halt relativ viele Lebenspunkte braucht und ich gar nicht so schnell wahrscheinlich generieren kann, aber das gucken wir dann mal. Jedenfalls, ja, in der nächsten Folge zeige ich dann mal das Ritual, was ich in der Nutzung habe. Also in der übernächsten Folge machen wir wahrscheinlich mal wieder ein bisschen mit Ars Magica weiter, weil es dann auch einige Sachen gibt, die ich nochmal machen möchte. Zusätzlich noch zu unserem Light Spell. Vielleicht mache ich das auch direkt in der nächsten Folge, weil es gar nicht so viel ist, was ich brauche. Wobei es ist doch schon ein bisschen was, was ich möchte noch. Ich bedenke dort und dort. Und ja, doch, kann man doch schon sagen, dass es noch ein bisschen was ist, was ich auf jeden Fall haben möchte. Aber das werden wir dann ja sehen. Und ja, ich bin schon echt weit mit meinem Talent. Also bald bin ich bei 90% und dann bei 100% ist dann das auch nicht mehr ganz so schlimm. Dann habe ich extrem halt schnelles Heilen und halt wirklich ein bisschen mehr Nausea dann, aber naja, komm. Nausea, dafür aber halt extrem schnelle Regeneration. Ich glaube, das ist besser als Nausea bekommen. Also, naja. Ist auch egal. Jedenfalls, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sage tschüss und bis nächstes Mal bei Let's Play Custom Pack und tschüss.